So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Hardware und Games News im Juli 2021 und ich habe einiges für euch heute vorbereitet und zusammengetragen. Das heutige Video wird gesponsert von cdkdeals.com, eurer Anlaufstelle für vertrauenswürdige Windows 10 Pro Keys, Microsoft Office und den aktuellsten Gaming Keys eurer Wahl. Ihr wisst, ich baue täglich Rechner zusammen und helfe im Freundeskreis und der Familie die richtige Hardware zu finden. Hier kommt es meistens darauf an, an allen Ecken und Enden Geld zu sparen, um am Ende des Tages möglichst leistungsstarke Hardware im Budget unterbringen zu können. Und da fängt es oft schon damit an, Geld beim Betriebssystem einzusparen. Mit dem Code GU25 erhaltet ihr auf euren nächsten Einkauf 25% Rabatt. Der Bestellprozess ist kinderleicht und mit PayPal habt ihr den Käuferschutz. Mit diesen kleinen Sponsorspots und Werbeeinblendungen ermöglicht es mir natürlich, den Kanal weiterhin so objektiv dastehen zu lassen, wie es eben nur möglich ist und ein möglichst breites Angebot an Hardware für euch vorzustellen. Also an der Stelle danke an CDK Deals und damit geht's auch schon weiter mit dem eigentlichen Video. Ja, rund um die E3 als auch danach hat sich hier einiges enthüllt und da wollen wir zusammen jetzt hier mit den News rund um Battlefield 2042 einmal ganz kurz anfangen. Es ist bereits ein weiteres Event geleakt und zwar am 22.07. wird offiziell entsprechend EA mehr Inhalte zu Battlefield 2042 aufdecken. Da bin ich gespannt drauf. Was aber jetzt soweit offiziell ist, ist, dass das Spiel soweit DLSS und Nvidias Reflex unterstützen wird. Wie es mit AMD aussieht, na, das wissen wir derzeit nicht. Worauf ich mich sehr freue, ist, dass sowohl Control als auch A Plague Tale, ja, zwei Spiele, die ich sehr, sehr genossen habe, einen zweiten Teil bekommen. Das ist jeweils von den Entwicklern soweit bestätigt worden. Zumindest A Plague Tale bekommt den zweiten Teil in 2022. Ob dann Control auch soweit ist, müssen wir sehen, aber so oder so zwei richtig Hammer Spiele. Was Game Updates angeht, hat Doom Eternal endlich offiziellen Raytracing Support bekommen, unterstützt inzwischen auch Nvidias DLSS. Leider noch kein FSR, aber zumindest Raytracing mit dem aktuellsten Radeon Adrenalin-Treiber, der gerade rausgekommen ist. Ja, die Version 21.6.2 könnt ihr euch gerne ziehen, verlinke ich, gar kein Thema. Und was auch ein Update bekommen hat, ist 3D-Mark. Ja, das eigentliche Grafikkarten-Benchmark hat jetzt explizit für die CPU einen Benchmark-Test sowohl für Single- als auch Multithreaded-Anwendungen bekommen, sodass ihr jeweils eure CPU-Leistung untereinander vergleichen könnt, auch CPU-übergreifend. Sprich, ihr übertaktet euren Ryzen 5600X und wollt schauen, wie sich das gegenüber Stock verhält, wie viel Mehrleistung tatsächlich bei der CPU mit rumkommt. Hier von 3D-Mark nachgereicht und lange erwartet. So, Freunde, nochmal ein kleiner Nachtrag zu DLSS, denn es ist gerade eine neue Version im Umlauf, zumindest in der Gerüchteküche, und zwar die Version 2.2.9.0. Im Moment die derzeit aktuellste Variante, die implementiert ist, ist die Version 2.2.6.0. Also, was durchgesickert ist, dass der sogenannte Ultra Quality Mode hinzukommen soll. Derzeit ist die beste Skalierung über DLSS entsprechend der Quality Mode, der mit einer Auflösung von 66,66% skaliert. Übertragend, ja, ist das ein Faktor von 1,5. Und dieser Ultra Quality Mode, ja, woher kommt der? Ja, das ist ein Konter gegen AMDs FSR, also Fidelity FX Super Resolution. Dort gibt es nämlich bereits den gleichnamigen Ultra Quality Mode, der mit 77% auflöst und entsprechend etwas schärfer ist. Daher auch der Name Ultra Quality. Was hier aber an der ganzen Sache so spannend ist, ist natürlich die Tatsache, wenn wir hier zwei identische Modi haben, ja, also DLSS mit 77% Auflösung und FSR mit 77% Auflösung, dass wir das Ganze, wenn es denn in einem Spiel gleichzeitig integriert wäre, ja, besser vergleichen könnten. Das wäre natürlich eine feine Sache, würde natürlich nur voraussetzen, dass wir ein Spiel brauchen, das sowohl DLSS als auch FSR unterstützt und das gibt es derzeit noch nicht. Also, ja, ich hoffe allgemein bei FSR, dass die Integration zunehmend mehr Reichweite gewinnt. So, dann geht's auch schon weiter mit den Hardware-News. Ich will die Gaming-Rubrik hier ein bisschen kürzer halten, aber nichtsdestotrotz nicht zu kurz kommen lassen. So, der Samsung Exynos 2100 ist soweit mit AMD-Grafik das erste Mal im Benchmark geleakt
Und die Leistung, die hier durchgesickert ist, die ist beachtlich. Hier im Vergleich zum iPhone 12, das ja mit dem A14 Bionic Chip ausgestattet ist, kann der Samsung Exynos 2100 hier richtig scheinen und den Apple-Ableger schlagen. Was der Exynos dann zukünftig bringen wird, erstens besteht hier natürlich noch ausbaufähiges Potenzial, aber der Exynos 2200 dürfte sich ohne weiteres über dem Apple-Ableger hinwegsetzen können. Und das ist auf jeden Fall die Kooperation zwischen Samsung und AMD, auf die ich sehr, sehr gespannt bin. Genauso gespannt bin ich auf die Nintendo Switch Pro. Das Problem ist, ursprünglich für Ende 2021 erwartet, scheint es derzeit so, dass wir das Ganze nicht vor 2022 sehen werden, was natürlich sehr, sehr schade ist, aber nach aktuellsten Leaks scheint es soweit der Fall zu sein. Also jeder, der auf eine Nintendo Switch Pro gehofft hat, vielleicht schauen wir dieses Jahr noch durch die Röhre. So, und wer die letzte Folge Hardware News gesehen hat, weiß, dass ich bereits von Team Group den DDR5 mit 4800 MHz angekündigt habe. Ein MSRP von etwa 400 US-Dollar war angesetzt und von Team Group auch soweit offiziell released. Obwohl noch keine Plattform draußen ist, die entsprechend DDR5 unterstützen könnte. Alder Lake wird erst für Oktober erwartet. Die einhergehenden Motherboards, die auf den Z690 Chipsatz setzen werden, haben noch ein paar Monate auf sich zu warten. Und nichtsdestotrotz ist sowohl auf Amazon als auch auf Newegg entsprechend das besagte Kit hier von Team Group aufgetaucht. Dort überall nicht verfügbar gewesen. Also was ich aber getan habe, ist entsprechend nach dem Kit selbstständig zu suchen. Und ich habe in einem einzigen Store, ja, in Deutschland, und zwar war das PC King, ich werde das Ganze auch gerne verlinken, denn das Kit war verfügbar. Zwei Stück waren auf Lager und für einen Preis von etwa 300 Euro. 300 Euro für 32 GB, also ein 2x16 GB Kit mit 4800 MHz DDR5. Ja, die Timings lagen hier mit CL 40, 40, 40, 77 auf jeden Fall sehr, sehr locker, aber DDR5 typisch mit einer enorm niedrigen Spannung von 1,1 Volt ist genau das, was DDR5 ausmacht. Das ist hier der Baustein, ja, der Grundbaustein, der JEDEC-Standard, mit dem das Ganze startet. Also Stock, was entsprechend Alder Lake über die Bühne bringen soll. Und genauso auch AMDs Plattform, die dann Ende 2022 erwartet wird und auch auf DDR5 setzen soll. Also wenn das hier gerade mal der Anfang ist, ja, dann bin ich sehr gespannt, was bei rumkommt. Aber ich habe dieses Kit bestellt. Es ist auch bereits versendet worden. Und Montag, ja, mein typisches Montags-Unboxing und Kanalplanungsvideo. Wer die Videos nicht kennt, ich mache das eigentlich fast immer zum Anfang der Woche, werde ich das Ganze euch präsentieren. Ja, das erste Mal DDR5 unter der Linse. Und da bin ich sehr gespannt drauf, denn es gibt bereits DDR4-Kits, ja, mit 16 GB, 2x8 GB, mit 4800 MHz für knapp 130 Euro von zum Beispiel G-Skill. Das ist natürlich nicht günstig für einen 16 GB-Kit, aber für 4800 MHz, Leute, das ist schon krass im Preis gefallen. Müsst ihr euch mal vorstellen, was ihr da vor nicht allzu langer Zeit gezahlt hättet. Also da wärt ihr beim Zehnfachen gewesen. Und dementsprechend ist dieses Kit hier, dieses DDR5-Kit, jetzt nicht überteuert, ja, in Relation zueinander gesetzt. Weil 300 Euro für ein 32 GB-Kit, ja, müsst ihr durch zwei nehmen, sind 115 Euro die 16 GB. Das ist vollkommen in Ordnung für so ein Kit. Und vor allem, weil es das allererste DDR5-Kit war, hat es für mich auch einen gewissen Sammlerwert. Wer weiß, wie die Verfügbarkeit Ende des Jahres aussehen wird, wenn dieser eine Shop gerade mal zwei Stück auf Lager hatte und die Teile sonst nirgends gesichtet wurden. Also erstens, ich hatte da enorm Glück, ja, dass ich das danach gesucht habe. Und manchmal sind die Hardware-Götter mit einem. Entsprechend konnte ich für euch hier das erste DDR5-Kit sichern. Ich bin enorm gespannt darauf. Aber ich habe ein Kit, mit dem ich dann zukünftig testen kann. Denn ihr wisst, ich habe relativ gute Kontakte zu den Boardpartnern inzwischen aufgebaut. Sprich, die Z690-Boards oder was auch immer da kommen wird, werde ich ziemlich safe da haben. Nur, was bringt mir ein Motherboard,
ja, wenn ich keine CPU oder keinen Arbeitsspeicher habe, mit dem ich das Ganze testen kann. Und ja, da will ich auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Alder Lake soll sowohl DDR4 als auch DDR5 unterstützen. Und das wird es sehr, sehr spannend machen, wenn wir jetzt, wie ich gerade schon gesagt habe, DDR5-Module mit 4800 MHz haben, als auch DDR4-Module mit 4800 MHz. Entsprechend werde ich beide Kits für euch besorgen und dann entsprechend zwei verschiedene Mainboards, die sowohl DDR4 als auch DDR5 unterstützen, an den Mann bringen und dann entsprechend mit den neuen Alder Lake Chips 1 zu 1 vergleichen können. Denn dann sehen wir tatsächlich, was DDR5 wirklich bringt und ob es sich lohnt, darauf zu setzen. Denn ja, so wie es ausschaut, sind 32 GB ein Minimum. Ja, 16 GB Module für Dual Channel sind hier eine Grundvoraussetzung und entsprechend ja, sind 16 GB für die meisten Gamer noch vollkommen ausreichend. Und wenn diese DDR4-Kits mit 4800 MHz so günstig werden, ja, dann könnte das tatsächlich die bessere Wahl sein. So, aber genau das wollen wir gemeinsam herausfinden. Ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf. Bezüglich Alder Lake und dem neuen LGA 1700 Sockel gibt es auch bereits ein paar News. Und zwar wurde der Sockel von Foxconn mit seiner physischen Beschaffenheit soweit spezifiziert, einerseits von Igors Lab hier im Blueprint aufgezeigt und dann entsprechend noch ja, an vielerlei Stelle auf AliExpress und den ganzen anderen chinesischen Shops, ja, kann man diesen Sockel sogar einzeln derzeit zu Engineering-Zwecken kaufen. Entsprechend, ja, so sieht das Ganze aus. Gibt uns natürlich noch relativ wenig Infos. Wenn euch das Thema Arbeitsspeicher und RAM-Overclocking mit Rocket Lake, also der derzeitigen 11. Generation von Intel, interessiert, ich habe dazu eine sehr, sehr interessante Studie gemacht, die auch entsprechend für Alder Lake definitiv von Relevanz sein wird. Und ja, so ein bisschen das ganze Thema aufschlüsselt. Könnt ihr euch gerne anschauen, ist ein spannendes Video und ich habe mir sehr, sehr viel Mühe, was die Inhalte angeht, gemacht. So, kleiner Schwenk zu AMD. Es gibt Neuigkeiten zu dem X570S-Chipsatz, der ja ohne Lüfter komplett passiv auskommen wird. Und ja, im Moment wird das Ganze so als kleines Update, ja, eine kleine Neuerung gehandhabt von der Community, aber ich glaube, da steckt weitaus mehr hinter. Denn wenn wir uns das so anschauen, was zum Beispiel Gigabyte hier im Repertoire der neuen X570S-Boards hat, ja, es ist hier mein Highlight, das X570S ITX, ein Mini-ITX-Board, und das ist auf jeden Fall ein Indikator dafür, ja, nicht nur, dass wir viele weitere X570S-Boards sehen werden, sondern wie viel Wert die Boardpartner noch auf diesen AM4-Chipsatz setzen. Entsprechend erwarten wir hier auf jeden Fall neue CPUs, noch dieses Jahr. Ja, das muss so sein, anders kann ich die Zeichen hier nicht deuten. Entsprechend wird der Ryzen 5000 XT Refresh in den Startlöchern stehen. Ganz ehrlich, Intel und deren Alder Lake CPUs kommen im Oktober, rund um Halloween, und das ist soweit bestätigt. Ja, das wird passieren, DDR5 wird kommen und AMD muss kontern. Die Frage ist, wie stark dieser Konter ausfallen wird. Wird es lediglich ein Ryzen 5000 XT Refresh, so wie wir ihn bei den 3000ern auch gesehen haben, ja, 1 bis 200 MHz höheren Takt, und das war's? Langsam wage ich es zu bezweifeln. Wenn wir sehen, wie viele Boardpartner hier X570S High-End-Boards rausbringen werden, wie viel Engineering hier zum Beispiel in dieses Gigabyte ITX-Board geflossen sein muss, dann müssen diese CPUs auf jeden Fall was reißen. Ob wir vielleicht jetzt schon das doppelte L3-Stacking-Verfahren sehen werden und diese CPUs wirklich bahnbrechende Leistung mit sich bringen werden, da bin ich gespannt drauf. Ein weiterer Indikator dafür dürfte wohl von EVGA gekommen sein. Und zwar haben sie in einem Post gesagt: "A new darkness is coming." Und in diesem Teaser wird entsprechend à la Ryzen-Manier entsprechend das Zen-Logo im Hintergrund von dem Namenszug deren Dark Lineup gezeigt. Sprich, wir werden von EVGA ein X570S Dark Board sehen, und das wird einfach nur brutal. Leute, es ist noch nie vorgekommen. Also, seit ich mich erinnern kann, hat EVGA lediglich Intel Boards gefertigt und dort, ja, mit deren Dark Lineup auch immer die ultra High-End Overclocking orientierten Boards rausgehauen, die einfach die Rekorde gehalten haben. Und jetzt,
hier von EVGA das erste Mal ein AMD-Board zu sehen, das ist was ganz Besonderes und ich werde mich sehr stark darum bemühen, hier dieses Board für euch zum Testen zu besorgen. Vor allem dann auch für die Ryzen 5000 XT Refreshes. Wenn euch X570S interessiert und ihr ein passives X570 Board haben wollt, dann schaut euch doch gerne mein Video zum Crosshair 8 Dark Hero an. Dieses von Asus hat auf jeden Fall bereits jetzt schon keinen Lüfter verbaut und ist ein richtiges Sahneschnittchen. So, Freunde, noch während des Schneidens ist dieses Bild hier reingekommen von der RX 6600 XT. Ja, da bin ich schon sehr gespannt darauf. Vor allem habe ich damals ebenfalls im ITX-Format von PowerColor damals die RX 5600 XT Mini-ITX-Karte vorgestellt gehabt. Und entsprechend bin ich sehr gespannt, wie jetzt hier innerhalb der Navi-Generation unter RDNA 2 sich dieser Formfaktor gemacht hat und vor allem, was hier AMD für diese Karte verlangen wird. Also die Karte darf definitiv nicht über 300 Euro angesetzt werden, einfach weil wir von vornherein schon sagen können, sie wird definitiv nicht die Performance der RTX 3060 12 GB Karte brechen können. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher und entsprechend hoffe ich eher auf so einen Preis von, sagen wir, 279 US-Dollar. Das wäre eine feine Sache und wenn wir uns jetzt die derzeitigen Grafikkartenpreise anschauen, egal ob AMD oder Nvidia, sie bessern sich, aber Leute, noch ein bisschen Geduld. Ja? Es wird nur besser, weil ihr gerade nicht kauft. Entsprechend stehe ich noch immer zu meinem Statement, die Preise sind zwar immer noch günstiger als vor ein paar Tagen, aber das wird auch morgen der Fall sein und übermorgen auch. Also wartet noch ein bisschen, ja. RX 6600 XT, was haltet ihr davon? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr genau nach so einer Karte in dem Low-End sucht oder ob ihr eher zu einer der etwas leistungsstärkeren Karten, wie zum Beispiel der RX 6700 XT. Und auf Seiten Intels, ja, die DG2 und deren Grafikkarten waren ja auch eine Zeit lang relativ stark im Fokus und jetzt immer mehr zum Ende des Jahres fällt das Ganze irgendwie unter den Tisch. Und entsprechend vermute ich, dass wir das Ganze vor 2022 nicht mehr sehen werden. Intel fokussiert sich gerade komplett auf deren Alder Lake CPUs, also den Launch im Oktober. Und die GPUs, die haben hier einfach dieses Jahr mit der Veröffentlichung von DDR5 und Z690 einfach keinen Platz. Warum? Ja, ich vermute, sie werden einfach nicht so gut sein, als dass sie hier wie einen Image-Schaden nicht in Zusammenhang gebracht werden sollen, sondern entsprechend erst nächstes Jahr, vielleicht Anfang nächsten Jahres, zu günstigen Preisen dann, wenn aber eh schon der Markt sich erholt hat, einfach da sein werden. Und keine Ahnung, da muss Intel auf jeden Fall einiges aus dem Hut rausholen, um den Kunden für sich zu gewinnen. Ob die DG2 das schafft, mag ich erstmal an der Stelle zu bezweifeln. Also, ich hoffe, die Hardware-News heute haben euch gefallen. War wieder mal viel los die Woche und bis dahin danke ich euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Wir sehen uns dann das nächste Mal zu einer weiteren Runde GAX TV und bis dahin Gaming Fitness, that's your see on GAX TV.